Hi, ich stehe jetzt heute bei einem Bienenvolk in Vermietung. Mein Kunde ist nicht da und ich habe mir gedacht, ich mache das für den lieben Kunden hier bei YouTube. Dann verpasst er auch die Eingriffe nicht. Was wir jetzt zu tun haben mit dem Bienenvolk, das letzte Mal, wo wir geguckt haben, ich denke, das war vor 14 Tagen, da war das Bienenvolk schon in Anfängen vom Schwarmtrieb und wir haben gemerkt, hey, die zweite Kiste hier mit dem Honigraum wird immer voller. Wenn wir jetzt heute Glück haben, dann kommt eine zweite Honigraumkiste obendrauf. Und in allen Fällen möchte ich diese Altkönigin von meinem Kunden Bienenvolk rausnehmen, weil es ist eine von 2020, eine ausgesprochen gute Königin. Die hat hier durch die Bank durch eigentlich nur gute Punkte bekommen. Im Honig hat sie im letzten Jahr ein bisschen geschwächelt und im Schwarmtrieb auch. Da waren sie hier ein bisschen zu schwarmfreudig. In der Entwicklung haben sie nur einmal im März einen Minuspunkt bekommen. Das war 2020. Und ansonsten war das Volk echt tipptopp und die schlechten Honigerträge hier im April, Mai, Juni, das war bei jedem Bienenvolk im letzten Jahr. Der Referenzwert zeigt nur Pluspunkte an und hier seit Anfang des Jahres haben wir auch nur Pluspunkte, eine richtig tolle Überwinterung gehabt. Das bedeutet, die Königin, die werde ich bei mir weiterhin vermehren. Aber wir müssen die heute aus dem Bienenvolk rausnehmen und zwar als Miniatur-Kunstschwarm für die Apidea-Kiste. Eigentlich arbeite ich nicht mehr mit den Apideas, nur leider hat es wegen Corona mit dem Geld nicht ganz hingehauen, dass ich noch mehrere, so viel wie ich eben brauche, von meinem Homehive-Königin-Kasten habe ich leider nicht bekommen. Deswegen muss ich jetzt halt hier mit den Apideas noch mal 1 bis 2 Jahre durcharbeiten, bis ich mir noch mehr von den Homehive-Königin-Kisten auch leisten kann. Spielt jetzt allerdings für den Eingriff keine Rolle, weil wir lassen hier jetzt einfach ein paar schöne Schwarmzellen stehen. Wenn ich mehr wie eine stehen lasse, besteht immer Gefahr, dass es einen Nachschwarm gibt. Und wenn ich halt nur eine Schwarmzelle stehen lasse, dann besteht leider die Gefahr, dass das genau die schlechteste Königin ist. Ich fühle mich immer in so ein Bienenvolk rein. Da gibt es einfach Dinge, die kann man mit der Wissenschaft nicht beschreiben. Da zählt dann die Erfahrung ganz oft dazu, sich ein Volk reinzufühlen, ob man jetzt 1, 2, 3 oder gleich 5 Zellen stehen lassen kann oder ob man sich dann doch entscheidet zu sagen, hey, lieber nur eine einzige Zelle, dass eben Nachschwarm auf gar keinen Fall rausgehen kann. Wunderschön neu gebaut. Ja, das ist doch schon mal klasse. Und hier diese Baubienen sind besonders wertvoll für so einen kleinen Kunstschwarm, weil die haben ja gerade die Altersstufe 12 bis 20 und sind für den Bautrieb im Bienenvolk zuständig. Hier genauso. Diese Baubienen möchte ich haben. Und hier ist auch gleich die Königin. Die will ich auch haben. Die hänge ich jetzt erstmal raus. Sonst muss ich sie nochmal im Volk suchen oder muss sie kurzzeitig in einen Schutzkäfig setzen. Das kann ich so reduzieren mit der Arbeitszeit. Und ihr seht, ich nehme jetzt hier einfach nur Step by Step meine ganzen Baubienchen hier raus und fülle damit das Apidea-Kiste. Hier sind schöne Baubienen, kann man auch nehmen. Keine Schwarmzellen mehr. Ja, möglicherweise haben die Bienen ihren Schwarmtrieb auch wieder abgebrochen. Das scheint mir hier beinahe so bei diesem Volk so zu sein. Sonst hätte man nämlich schon irgendwo Schwarmzellen sehen müssen. Also auch hier keine Schwarmzelle mehr in Sicht. Die Biene hat den Schwarmtrieb abgebrochen. Trotzdem werde ich jetzt die Altkönigin hier rausnehmen, zum Wohle des Kundenbienenvolkes.
Die Gefahr ist einfach zu hoch, dass die Tiere im Spätjahr dann die Königin auswechseln. Und wenn das bei meinen Bienenständen passiert, wäre es nicht so schlimm. Allerdings ein Bienenvolk in der Vermietung gucke ich in anderen Abständen durch. Und da muss man ein bisschen darauf achten, dass die Königin immer jung sind, um Ausfälle vorzubeugen. Ja, also es sieht tatsächlich so aus wie kein, also hier war überhaupt kein Schwarmtrieb, das Thema ist durch. Königin, wie gesagt, nehmen wir nachher mit. Und jetzt gucken wir nochmal hier die Wabe an. Möglicherweise ist die perfekt für einen Bogenschnitt. Ja, genau, die ist perfekt für einen Bogenschnitt. Dann kann ich das jetzt auch innerhalb von dem YouTube-Video hier schnell zeigen, wie man aus vermeintlichen Nachschaffungszellen die allerschönsten Schwarmzellen bekommt. Das geht speziell besonders gut bei Naturwaben. Und zwar machen wir einen Bogenschnitt durch Larven und Eier durch. Jetzt haben wir hier an den Kanten unsere Eier und unsere Maden. Und die Biene wird genau hier, also nicht mehr hier in der Mitte vom Brutnest, sondern sie wird genau an der Seite richtig schöne Schwarmzellen runterziehen. Dass ich mir hier jetzt die Überlegung machen muss, wie viele Zellen lasse ich stehen, hat sich bei dem Volk komplett erübrigt, weil die Königinnen, die jetzt geschaffen werden, auch mit dem Bogenschnitt, sind für die Bienen in ihrer Biologie Nachschaffungsköniginnen. Und im Regelfall schwärmen die nicht. Also die bilden auch keine Nachschwärme. Das heißt, wir haben es uns hier jetzt echt einfach gemacht. Und jetzt geht es nur noch darum, dass wir die Königin und die Bienen noch brauchen, um hier das Apidea zu füllen. Die Königin ist hier. Auf die Königin muss man jetzt halt Acht geben. Die wollen wir nicht übersehen nachher. Also noch so ganz wenig Bienchen mehr hätte ich gern für die Apidea. Nicht viel vielleicht, ja, das ist doch wunderbar ausreichend schon. Und dann muss man sich halt nur beeilen. Königin muss man genau im Blick halten. Speziell bei so einer Aktion muss man die Königin wirklich gut im Blick halten. Ihr habt gesehen, die Königin ist hier reingeflogen. Und dann muss man sich beeilen, schnell zumachen. Und gucken, dass man natürlich kein Tier quetscht. Ist selbstverständlich. So, drehen wir das Ding wieder rum. In die richtige Position. Mit denen fahre ich jetzt nachher gleich Auto. Und die dürfen dann auf meinem Balkon weiterleben. Dort wird das Bienenvolk dann logischerweise größer. Baut die Waben in dem Apidea. Und wenn die Königin und die Bienen dann kleines, schönes Miniaturbienenvolk gegründet haben, dann brauche ich bloß die Königin rausnehmen, wieder in die nächste Kiste setzen und die Apideas machen sich dann dort eine eigene Königin. Wieder als Nachschaffung. Bestenfalls auch wieder hier mit einem Bogenschnitt, weil auch die kleinen Begattungskisten, ob es jetzt meine Homehive-Königin-Beute ist, die so dieselben Toppers hat wie hier als Naturwabenbau, aber auch in den Apidea-Begattungskisten halte ich auch immer 100%igen Naturwabenbau. Okay, hier jetzt einen zweiten Honigraum aufzustellen, das wäre nicht so gut, weil wir haben hier noch nicht mal eine gefüllte Mittelwand. Die Bienen fangen erst hier an auszubauen. Bedeutet für den Kunde, da ist zwar gut Honig drin, das kann man hier an den Waben sehen. Es hätte definitiv besser sein können mit der Tracht hier in Ettlingen. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, aber die Rubinie blüht ja hier auch noch gar nicht. Das heißt, jetzt ist gerade mal bei uns das Obst durch. Und jetzt kommt danach die Rubinie, wenn es jetzt Stadt Karlsruhe nicht komplett gefällt haben schon. Also hier weiß ich auf jeden Fall, dass da ein paar schöne Rubinien stehen. Und ich wünsche hier dem Bienenvolk ganz viel Honigerträge, dem Kunde natürlich auch. Was wir jetzt mit der Stockkarte noch machen, möchte ich euch hier noch zeigen in dem Video, weil die Königin hier wird gelöscht, die ist jetzt nicht mehr drin. Dafür nehmen wir wieder einen Tupfen Spiritus auf dem Taschentuch
merken uns die Weißnummer 66, Carnica Hybrid. Weiß 66 Carnica Hybrid. Schreiben wir hier als Mutter rein. Carnica Hybrid. Weiß 66. Die Anpaarung wird diesmal nicht bei mir sein, deswegen Fremdanpaarung. Es wird eine Schwarmzelle sein. Hi. Kleine Sekunde, ich habe hier gerade noch die Kamera an. Die Genetik wissen wir noch nicht, aber wir wissen das Jahr schon. Das wird ein 2022er sein. Ja, ja, du hast recht. Drohnenbrut haben wir nicht entnommen, oder? Haben wir Drohnenbrut entnommen? Doch, was rede ich da? Nee, haben wir nicht. Das war ein anderes Volk. Keine Drohnenbrut entnommen. Kommt das nächste Mal. Verhalten war super duper. Gesundheit war toll. Entwicklung war toll. Bautrieb war gut. Schwarmtrieb war gut. Honig war nicht gut. Und dann ziehen wir hier einen vertikalen Balken runter, weil der zeigt mir immer an den Königinaustausch. Referenzwert, letztes Jahr gab es hier keinen Königinaustausch. Dieses Jahr haben wir den auf jeden Fall. Oh, und ganz wichtig, ich habe hier Bienen entnommen. Da schreiben wir BI hin, dass ich auch nachher weiß, dass ich da ein bisschen Bienenmasse geklaut habe von diesem Volk. Bei der geringen Menge von Bienen, wo wir da jetzt rausgenommen haben, das merken die Bienen selbst nicht mal. Das ist zu gering. Jo. Wann schauen wir jetzt das nächste Mal rein in dieses Bienenvolk? Die werden jetzt die 3,5-tägigen Larven nehmen, um damit ihre Königin zu ziehen. Und eine Königin schlüpft ab Tag 16 nach Eiablage. Jetzt ziehen wir von Tag 16 die 3,5 ab, dann wissen wir, wann die Königin schlüpft. Und dann packen wir nochmal ein paar Tage oben drauf, weil es ist immer ganz unklug, ein Bienenvolk zu öffnen, wenn gerade junge Königinnen, die unbegattet sind, da drin rumspazieren. Die haben nämlich das Problem, wenn man die mal in die Luft hält, ein bisschen bläht die Wabe in die Sonne hält oder zu schnell zieht, schüttelt etc. Oder auch einfach mal gar nichts macht. Also ich habe das ganz oft gehabt, dass junge Königin mir dann doch in der letzten Sekunde von der Wabe einfach abstarten, wegfliegen, weil sie halt Panik kriegen bei Lichteinfall. Und wenn man jetzt schon weiß, dass das Bienenvolk diesen Prozess durchgeht, wenn man weiß, dass wir Nachschaffungszellen haben und keine Schwarmzellen, dann können wir eigentlich heute sagen, ich gucke genau in 21 Tagen wieder rein, weil dort ist dann meine junge neue Königin geschlüpft, befruchtet, legt Eier und ich kann ihr gleich einen Punkt auf den Rücken draufpacken. So, das war's. Ich hoffe, das kleine Video hat euch allen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.